Telefontalk im WDR Fernsehen. 0800 220 5050. Domian. Anrufen und reden. 0800 220 5050. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben auch heute wieder, wie immer donnerstags, eine freie Themenshow, eine freie Themensendung. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer, das ist eine kostenfreie Telefonnummer, 0800 220 5050. Ihr könnt auch faxen unter 0800 220 5051 oder mailen unter domian@wdr.de. Und es geht sofort los mit dem ersten Anrufer. Und der erste Anrufer heißt Rainer und ist 39 Jahre alt. Guten Morgen oder guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo Rainer. Guten Morgen, Jürgen. Um was geht's bei dir? Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Am Dienstag hat sich mein wohlgeordnetes, behütetes Leben komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Ich bin bisexuell. Ja. Ich bin seit 1991 verheiratet und habe dann nach der Eheschließung bemerkt, dass ich mich wohl auch zu Männern hingezogen fühle. Mhm. Vorher nicht? Vorher nicht, nein, überhaupt nicht. Das war für mich also völlig undenkbar und unvorstellbar. Ja. Und das hat sich dann irgendwie so im Laufe der Zeit so ergeben, möchte ich mal sagen. Gut, 91 geheiratet. Ja, und dann habe ich das so im Versteckten auch so ein bisschen betrieben. Das heißt also in entsprechenden Lokalitäten gegangen, Saunas etc. Ja. Und hatte dann aber auch immer ein total mieses und schlechtes Gewissen und habe das dann auch meiner Frau gebeichtet. Ja. Es gab natürlich erstmal ein Heidentheater. Und dann standen wir dann auch vor der Frage, trennen wir uns oder nicht? Ja. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir zusammenbleiben. Ja. Meine Frau ist rein heterosexuell. Wie lange warst du verheiratet, als du es deiner Frau gestanden hast? Also bis ich ihr gestanden habe, waren wir etwa 6 Jahre verheiratet. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe das, wie gesagt, die erste Zeit so im Geheimen betrieben. Und dann habe ich mich mit ihr ausgesprochen. Sie wollte mich nicht verlieren, ich wollte sie auch nicht verlieren. Ich konnte diesen, ich möchte sagen, Trieb auch nicht unterdrücken. Und dann haben wir dann sozusagen ein, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ein Arrangement getroffen, dass ich das, sozusagen die Genehmigung dazu hatte. Ich sollte allerdings, wenn nicht hier irgendwie auf Parkplätze oder sowas, auch wegen Ansteckungsgefahr etc. Und dann habe ich irgendwann an der Saunabar einen jungen Mann kennengelernt, mit dem ich dann auch, mit dem ich dann fest zusammengekommen bin. Ja. Irgendwann habe ich ihn dann auch meiner Frau vorgestellt, nachdem wir uns dann auch lange drüber unterhalten hatten. Erst war sie dagegen, sie möchte diese Typen nicht sehen und so. Und naja, irgendwann dann doch. Mhm. Sie fand ihn auch super sympathisch und nett und alles. Also zusammengekommen heißt, dass das nicht eine reine Sexgeschichte war, sondern dass du dich auch etwas in ihn verliebt hast. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Mhm. Und irgendwann haben wir dann den Entschluss gefasst, weil wenn ich abends dann bei ihm war oder so, meine Frau alleine zu Hause, dass er bei uns einzieht. Was ist ein bisschen unkonventionell, aber wie es halt so ist. Ja. Und er ist rein homosexuell, das hatte er mir immer gesagt. Ja. Und meine Frau, wie gesagt, heterosexuell. Rainer, jetzt müssen wir es mal ein bisschen komprimieren, sonst können wir es nicht, wir können es nicht zu detailliert erzählen. Ja. Du hast gerade gesagt, dass eine Welt zusammengebrochen ist für dich. Jetzt habe ich so die Vorgeschichte schon in etwa erfahren. Um Nenner zu bringen, ich habe die beiden am Dienstag zusammen im Bett erwischt. Aha, also der Freund ist mein dann, Lebensgefährte, richtig, der ist dann wirklich gänzlich bei euch eingezogen. Ja. Ja. Und, bitte? Er hat ein Zimmer hier bei uns im ja. Haus. Ja, wie lange habt ihr zusammen jetzt gelebt schon? Er ist im August letztes Jahr hier eingezogen, also knapp ein Jahr. So, jetzt hast du ihn, der eigentlich, wie du gerade gesagt hast, rein schwul ist, rein homosexuell ist, hast ihn erwischt mit deiner Frau im Bett. Mit meiner Frau im Bett, richtig. Ja. Und dann? Was ist dann passiert? Wie haben die sich geäußert? Die kamen gar nicht groß dazu, sich zu äußern. Ich habe natürlich erstmal ein Heidentheater gemacht. Das heißt, ich habe nicht zugeschlagen oder so, aber bin schon ziemlich laut geworden. Bin dann gleich raus aus der Wohnung. Ich bin abends wiedergekommen. Aber auch da ist kein vernünftiges Gespräch zustande gekommen, weil ich war einfach zu erregt und die beiden haben sich wohl auch sehr ertappt gefühlt. Und als ich das dann alles so ein bisschen gelegt hatte gestern,
da haben wir dann nochmal versucht, uns auszusprechen. Ich habe den beiden auch gesagt, wie betrogen ich mir vorkomme. Und daraufhin hat dann mein Lebensgefährte mich nur ausgelacht und hat gesagt, weißt du, wie geht schon, wie lange ist Pole? Ich werde das jetzt nicht so ganz so nachmachen. Also er wollte ja mit zum Ausdruck bringen, das geht schon sehr lange. Das geht schon sehr lange. Und dann hat er ganz eiskalt ein Fotoalbum bei sich aus dem Zimmer geholt und meine Frau in allen möglichen Situationen fotografiert, in der Badewanne, unter der Dusche, im Swimmingpool, überall. Also das muss schon eine ganze Weile so laufen. Also fühlst du dich so richtig von oben bis unten betrogen? Sowohl betrogen von deiner Frau, als auch betrogen von deinem Freund? Ja, von beiden. Ich hätte gerne noch, ich habe nur eine Frage. Bitte? Dann aber auch noch niedergemacht, dieses verächtlich machen von Seiten meines Lebensgefährten. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Arrangement, was ihr getroffen habt. Ja. Ihr wohntet in einer Wohnung. Im eigenen Haus, ja. Im eigenen Haus. Und deine Frau hat gesagt, okay, du darfst hier nebenher diese schwule Beziehung leben. Genau, weil sie nicht wollte, dass ich irgendwie nachts auf Parkplätze oder in Hotels und sie ist alleine und weiß nicht, was ist und so. Wie es dann so ist in der schwulen Szene. Hattet ihr denn währenddessen parallel auch noch eine normale eheliche Beziehung? Ja, das heißt, du hast mit deiner Frau auch geschlafen. Ja, ich habe gesagt, gerade schon zu deinem Redakteur, also im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, 50-50, ich stehe 50% auf Frauen, 50% auf Männer. Mhm. Okay, und das Verhältnis zu deinem Freund, das war auch so abgeklärt, dass er sagt, ich liebe dich sehr und letztendlich sind wir beide zusammen. Ja, ganz genau. Ja. Ja, das kann ich verstehen, dass du jetzt sehr sauer bist. Yes, das kann ich sehr gut verstehen. Sowas von betrogen, das ist verächtlich gemacht, vor allen Dingen auch verächtlich gemacht. Ja, das heißt sogar, das läuft eine ganze Weile, wie er gerade gesagt hat. Ja. Das bedeutet im Prinzip, dass du jetzt deine Frau irgendwie am Verlieren bist oder verloren beide, hast. Beide. Und den Freund auch. Ja, natürlich auch, wenn ich jetzt im Augenblick sage, wie gesagt, er ist 2 Tage her, er ist ein Schwein. Es gehören ja immer 2 dazu, aber das von seiner Seite her noch, das Fotoalbum hätte er mir nicht zeigen brauchen. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Deutschstoß das war, als er mir das Ding da hingelegt hat, guck mal hier, was ich habe. Weißt du. Ja, ist so. Ja, man lacht jetzt so, aber das ist ja nicht zu lachen. Nein, das ist nicht natürlich. Und die Frau, deine Frau äußert sich überhaupt gar nicht dazu? Was heißt nicht äußern? Klar hat sie was gesagt, aber da kommt auch nichts Konstruktives bei raus. Es ist eben, es ist über sie gekommen und vorher hat sie immer gesagt, nein, das könnte ich nicht ne? Was steckt denn jetzt dahinter? Hast du den Eindruck, dass dein Freund dich mit der Aussage, ich bin rein schwul, letztendlich belogen und betrogen hat, auch von Anfang an? Da bin ich mir nicht sicher, das weiß ich nicht. Ich habe ja auch gedacht, ich bin rein heterosexuell, als ich meine Frau geheiratet habe. Es ist nur einfach so, ich finde das Gefühl, dir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg und tritt dir noch in den Magen. Und du weißt, kannst auch nicht rekonstruieren, von wem das jetzt ausgegangen ist. Ob es von der Frau ausgegangen ist oder hauptsächlich von ihm. Nein, dazu ist das ja noch alles viel zu frisch und hat ja noch keine richtige Aussprache stattgefunden. Ich bin auch überlegen, ob ich mich überhaupt aussprechen soll oder ob ich mir gleich eine eigene Wohnung nehme und alles auflöse. Das ist natürlich jetzt eine krasse Geschichte, dass ihr in einem Haus wohnt und quasi gefangen seid in der Wohnung. Ja. Dennoch würde ich sagen, eine Aussprache ist auf jeden Fall gut, auch wenn die Informationen, die da kommen, auch nochmal für dich vielleicht schmerzig sind. Aber ich finde das letztendlich besser für dich auch, da rauszukommen, wenn du klar erfährst, was passiert ist. Ich glaube auch, ich würde da auch so schnell wie möglich rausgehen aus dem Leben. Ich habe nur die Bedenken, wenn es zur Aussprache kommt und er kommt mir wieder so blöde, dass ich ausraste. Da musst du dich zusammennehmen, dass du das nicht tust. Ja, ich musste mich schon wirklich zusammennehmen, als er mir das Ding dahin gelegt hat. Ich bin jetzt erstmal bei meinem Bruder in die Wohnung. Ich glaube, dass man da völlig ausrastet. Natürlich, aber da muss man sich dann am Riemen reißen, dass du jetzt nicht Sachen machst, die dir hinterher leid tun. Und dass Dinge noch passieren, dass du vor Gericht irgendwann stehst wegen Körperverletzung oder so. Das sollte ja nicht daraus entstehen. Ja. Also, ich würde die Aussprache forcieren und würde letztendlich dann auch rausgehen aus dieser Wohnung, aus dem Haus. Also, wofür dann noch eine Aussprache, wenn ich sowieso rausgehe? Vielleicht gibt es viele Sachen, über die du grübelst und die dann doch rauskommen. Du bringst wieder in Ordnung oder so. Aber im Augenblick, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch zu frisch. Ich kann nicht sagen, hier kommt ein Schwamm drüber, ganz egal zu wem, ob ich jetzt mit meiner Frau zusammenbleiben möchte oder mit meinem Lebensgefährten. Ich würde dennoch eine Aussprache suchen. Ich glaube, dass man da nie zu verlieren hat, sondern bestenfalls zu gewinnen hat. In diesem Sinne, Rainer, alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann ruft an. Das ist hier eine kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt faxen unter 0800 220 5051 oder ihr könnt natürlich auch mailen, das ist eingeblendet, domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live im Fernsehen
zu unterhalten. Die nächste Anruferin ist Anna und Anna ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Anna. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte schon als Kleinkind, würde ich mal sagen, sexuelle Gefühle. Aha, das habe ich neulich schon mal gehört. Ja genau, deshalb habe ich auch angerufen. Ich habe es neulich schon mal gehört und ich habe auch gleich eine Post dazu. Das ist ja interessant. Wie alt warst du da? Also ich habe jetzt, als ich deine Sendung gehört habe, ein bisschen nachgedacht und kam so wahrscheinlich auf das Alter mit 4 Jahren. Also das ist sehr früh. Jahren, ja, also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern im Kindergarten, wie ich mir gewünscht habe, irgendwas in der Art wie Sex, ich wusste nicht, was das ist, ja, mit so einem Jungen zu machen, der da, also mit so einem kleinen Jungen, der mit mir da im Kindergarten war. Und ja, und ich weiß auch noch, dass das irgendwann auch ein ziemlich fester Bestandteil in meinem jungen Leben wurde, dass ich mich sozusagen selbst befriedigt habe, ja. Wann fing das denn an mit der Selbstbefriedigung? Auch schon also so früh? Alter, so 4, 5 ging es dann los. Ich habe ja neulich in der Nacht diese schöne Geschichte gehört von einer Frau, bei der das auch so in dem Alter 4, 5 anfing. Ja. Und es fing an mit einem Teddybär. Ne, ja, sie hat sich mit einem Teddybär an den entsprechenden Stellen verwöhnt. Genau. Und dann plötzlich passierte es, ne? Und sie explodierte. Und sie hatte ihren Spaß. Wie war es denn bei dir? Also ich hatte auch so einen Hund, ja, so einen Teddyhund. Mhm. Und aber später hatte ich den dann irgendwie nicht mehr und da habe ich das mit so einer Decke gemacht. Mit einer Decke, einer normalen Decke. Ja, und ja. Das ist bis heute so. Das ist bis heute so. Ja, das Allergeilste war natürlich... Es gibt, lass mich fragen, du kannst es gleich erzählen. Es gibt also eine Masturbationsdecke bei dir. Alle Decken, ja. Ehrlich? Ja, also das Geilste war natürlich, als ich erfuhr, was Mann und Frau wirklich zusammen machen. Mhm. Das war auf einer Geburtstagsparty meiner Mutter und da klärte mich also so ein älteres Mädchen auf. Und da hat es mich dann so überkommen, dass ich eigentlich gar nicht abwarten konnte, dass die ganzen Gäste endlich verschwinden, dass ich alleine sein kann. Also das war schon echt und seitdem habe ich viel Spaß damit, ja. Wenn man das so früh erfährt, dann versteht man doch eigentlich gar nicht, was so in einem vorgeht oder was das passiert. Was da passiert? Wie hast du das denn damals aufgefasst? Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Für mich war das ein netter Zeitvertreib. Ich habe dann, ich weiß auch, wie ich mal als so mit 9 oder 10 Jahren versucht habe, meinen Freundinnen das zu zeigen, ob die nicht auch Lust auf sowas hätten, dass sie da vollkommen abgeneigt reagiert haben. Und seitdem habe ich das dann auch gelassen, irgendjemandem das zu erzählen. Ja. Also war das dann so dein kleines süßes Geheimnis? Genau, ja. Aber ich habe mir nie so viel Gedanken gemacht. Und was ich auch eigentlich ganz interessant finde, also ich habe viel Spaß an Sex, ja. Aber ich mache das nicht... immer nur aus Sexgründen, sondern auch um nachzudenken. Also so. Es ist immer so, dass es so ausartet in einem Bild. Moment. Du machst das, um nachzudenken? Ja, so wenn ich so ein bisschen den Tag Revue passieren lasse oder... Ja, dann masturbierst du dabei? Ja, genau. Also unser einziger Männer denken an andere Dinge beim Onanieren, als dass wir so den Tag Revue passieren lassen. Es sei denn, wir stellen uns diverse Sachen vor, die wir auf der Straße gesehen haben. Ja, das geht mir genauso, bloß es ist eben nicht immer so, ja. Ja. Also ich brauche es eigentlich schon jeden Tag mindestens einmal, ja. Also du, im Ernst, du sitzt dann da und denkst vielleicht an den Streit mit dem Chef oder an den Fahrscheinautomaten der Bundesbahn, der wieder immer nicht funktioniert hat. Und dann masturbierst du dabei? Ja, sind nicht so ganz banale Sachen, aber eher schönere Begebenheiten, ja, die aber nicht immer was mit Sex zu tun haben. Eine schöne Begegnung. Oder, naja, irgendwas. Ihr Frauen seid schon sehr rätselhaft. Ja, aber es geht auch manchmal um knallharten Sex. Also genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Uns Männer brennt natürlich, es interessiert uns brennend. Ja. Brennend. Was Frauen denken beim Masturbieren. Und da ich jetzt mal eine Frau an der Strippe habe, will ich die Gelegenheit nutzen, sie zu fragen. Ja, also es ist doch auch, also meistens, ich würde sagen zu 70% einfach geiler Sex mit, wie man sich das so also, gerne vorstellt. Ich meinte natürlich neben den Sachen, die du gerade beschrieben hast. Ja. Sind das wirklich ganz konkrete sexuelle Vorstellungen? Ja, natürlich. Also es ist auch so, man kann ja, in der Vorstellung geht ja viel mehr als im realen Leben. Mhm. Und da kann man sich natürlich Sachen vorstellen, die überhaupt gar nicht funktionieren würden vielleicht. Mhm. Ja, also du denkst durchaus auch dir Stellungen aus. Ja. Du denkst dir schöne Männer aus. Ja, natürlich auch ganz detailliert. Also ganz detailliert. So Hängeschaukeln, wo das alles. Manchmal gibt es ja so Kraftprobleme beim Sex, dass man irgendeine Stellung nicht halten kann. Und das kann man in Gedanken natürlich dann endlos machen. Ah ja.
Gibt es so wiederkehrende Fantasien oder wechselt das bei dir auch so? Also diese sexuellen Fantasien meine ich. Nein, das wechselt. Also je nachdem, ich bin zurzeit nicht in einer festen Beziehung und da gibt es öfter mal Männer, die einem über den Weg laufen. Denkt man, geiler Arsch, und wie wäre der in nackt, ja? Und stellt man sich den vor eine Zeit lang und dann den nächsten. Es war aber auch so, in einer festen Beziehung habe ich manchmal unseren Sex so dann noch nachbereitet damit, obwohl ich einen Orgasmus hatte, aber dann geht man das nochmal durch in Gedanken und hat es dann eben doppelt. Ja. Das heißt, in der Beziehung hast du dann, wenn du masturbiert hast, auch an deinen Freund gedacht. An den Sex mit deinem Freund. Ja. Ja. Ja, ist, macht ja auch nicht jeder. Ja. Selbst wenn man in einer Beziehung ist, denkt man ja unter Umständen dann auch an was anderes. Ne? Ja. Ja, genau. Aber auch während der Beziehung habe ich auch natürlich auch an andere Männer gedacht. Mhm. Partner. Ja, ist das auch so eine Fantasie, mal mit mehreren was zu machen? Ja, natürlich. Ja. Also mit zwei Männern ist ja schon genial. Ja. Dass man findet ja so selten welche, ja. Und dann auch noch zwei. Würdest du sagen, dass so die Fähigkeit, sich als Frau wirklich selbst gut auch befriedigen zu können, dass das eine Voraussetzung ist für guten Sex auch mit einem Partner? Das kann ich schlecht beurteilen. Also bei mir war es, seit ich denken kann, so. Mhm. Und ich glaube aber schon, dass das eine wichtige Rolle spielt, dass ich also sehr offen für alles bin, weil ich in Gedanken einfach schon alles durchgegangen bin, kommt mir vor. Also ich vertrete diese These ja auch, nicht nur bezogen auf Frauen, sondern auch auf Männer. Wenn man sich selbst gut kennt und sich selbst gut bedienen kann, dass man das auch dann gut machen kann mit einem Partner zusammen. Ja, genau. Als du das damals als Kind so sehr praktiziert hast, so ganz normal praktiziert hast, gab es da mal so ein bisschen das Gefühl des schlechten Gewissens? Oder ich tue hier was Unrechtes? Nee, das war nie so. Gott sei Dank, ne? Ja. Also ich bin auch relativ locker erzogen worden. Ja. Also ich hatte da nie, ich habe einmal schon mal drüber nachgedacht, ob ich es mir abgewöhnen soll, weil es mal so heftig wurde. Also es gibt durchaus mal so Zeiten, wo ich irgendwie echt so 10-mal am Tag das Bedürfnis habe und so oft ins Bett zu steigen und allein zu sein, das geht manchmal nicht. Aber das kann jetzt echt nicht, oder dass ich da schon irgendwelche Schwielen hatte. Nee, wirklich, das ist wirklich. Also das kommt auch jetzt im hohen Alter von 29 noch vor, dass du 10-mal am Tag gerne das machen würdest wollen. Wenn ich Zeit habe, also in den Semesterferien. Und geht das dann nur immer zu Hause oder könntest du es auch irgendwie im... Nee, im Auto. Die Decke dazu, ne? Ach, du brauchst die Decke dazu, stimmt ja auch, ja. Es geht leider nicht ohne. Das heißt, es ist schon verdächtig, wenn man dich irgendwie draußen spazieren gehen sieht mit einer Decke unterm Arm. Genau. Da muss man dann aufpassen, ja. Unsere Anna, wie sie drauf ist. Mann. Eine selbstbefriedigte Frau. Ja, natürlich. Ne? Rundherum. Ja, ich weiß jetzt aus meinem Freundeskreis, dass das eigentlich so viele tun, aber keiner sagt es irgendwie laut. Aber jetzt aus meinem engeren Freundeskreis hat ja jeder so seine langjährige Technik, ja. Ja. Also bei den Frauen, weil es heißt ja immer, Frauen würden das nicht so oft tun wie Männer. Hast du denn in deiner Beziehung auch ganz offen über Masturbation reden können mit deinem Freund? Also wir haben zwar keine langen Gespräche darüber geführt, aber er hat das gewusst. Mhm. Aber es bringt mir gar nichts, das vor ihm zu tun. Ich muss da allein sein. Ja, also das ist ein ganz eigener sexueller Bereich für dich. Das kann man gar nicht miteinander verknüpfen. Genau, ja. Anna, es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, fand ich das. Eine lockere Frau, so muss es sein. Ja. Ich wünsche alles Gute und viel Spaß mit der Decke. Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, kostenfrei für euch. Und wenn ihr mir mailen wollt, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt oder wenn ihr faxt, dann schreibt bitte eure Telefonnummer drauf. Schreibt die bitte drauf, damit wir euch dann so schnell wie möglich zurückrufen können für die Sendung. Also wenn ihr jetzt hier live mit mir im Fernsehen reden wollt, dann schreibt, mailt, faxt oder ruft an. Tina, 19 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Hallo Domian. Hallo Tina. Dein Thema. Ja, ich bin verliebt in einen Zuhälter. Du bist verliebt in einen Zuhälter? Ja. Bist du selbst Hure? Nein, bin ich nicht. Also ich habe auf dem Kiez gearbeitet, ganz seriös. Also ich komme aus Hamburg. Ja. Ganz seriös in einem Restaurant und habe dann halt da einen Gast gehabt, mit dem ich mich auch super verstanden habe. Der kam auch so alle zwei Tage mal vorbei. Mhm. Und er hat mich dann im März halt angesprochen und mal gefragt, wie es ist, ob wir mal ganz unverbindlichen Kaffee trinken wollen. Und ich habe mir eigentlich immer so selbst gesagt, bevor ich auf dem Kiez angefangen habe, ich gehe nicht mit jemandem weg, den ich nicht kenne, weil ich halt nicht einen Zuhälter kennenlernen möchte. Mhm.
Ach, das hast du dir schon so klar gedacht? Ja, damals. Das habe ich mir so schon meine Prinzipien gesetzt, weil ich einfach nicht in dieses Milieu rein wollte, weil es halt auch ziemlich von Fernsehen und Medien halt geprägt ist. Ne? Ja, ja. Und naja, da habe ich meine Prinzipien gebrochen und habe gesagt, okay, komm, wir gehen mal weg und einen Kaffee trinken. Und naja, sind auch weggegangen und hat sich dann alles so weiterentwickelt, dass wir dann halt auch zusammengekommen sind, auch im Bett gelandet sind und da jetzt eigentlich fest zusammen sind. Moment mal, aber als du dann mit ihm weggegangen bist, da hat er dir das dann gleich schon erzählt, dass er ins Hotel? Nee, also ich habe eine Visitenkarte von ihm bekommen den Tag, wo er mich angesprochen hat, mit seiner Telefonnummer drauf, seinem Namen und da stand halt drunter Automatenaufsteller. Ja. Und naja, hat er mir auch so erzählt und dass er deswegen halt auch viel auf dem Kiez unterwegs ist, weil er da halt Kondomautomaten, Spielautomaten allgemein aufstellt. Ja. Und habe ich ihm dann halt auch soweit erstmal geglaubt. Wann rückte er denn raus mit der Sprache? Das ist ja seit 3-4 Wochen ungefähr war. Und wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Seit Januar kenne ich ihn also vom Sehen her. Ach so. Und im März sind wir halt das erste Mal zusammen weggegangen. Also ist das Geständnis noch relativ frisch seinerseits, ja, dass er Zuhälter also, ist. Wie hat er dir das denn gesagt? Oder hast du es irgendwie rausgekriegt? Nee, also es war relativ komisch für mich. Also wir waren uns auf den Tag getroffen und dann sagt er, du, ich glaube, ich muss dir mal was beichten und was erklären und es zeigen. Und dann sag ich, wieso, was denn und so. Und dann sind wir zu einer bekannten Straße in Hamburg gefahren und sind dann in so ein Häuschen rein, wo dann halt auch 3-4 Mädels standen. Und dann sag ich, was soll ich hier? Und dann sagt er, ja, das ist meins. Und dann war mir wie vor dem Kopf geschlagen. Ne? War das ein Schock? Ja. Ja. Wie hast du spontan reagiert? Ich habe gar nichts mehr gesagt. Also ich war auf der einen Seite war ich neugierig, weil wann bekommt man sowas als Frau mal zu sehen? Und auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, toll, einmal brichst du deine Prinzipien und dann greifst du gleich voll rein. Ja. No? Und dann hat er mich zum Hauptbahnhof gefahren halt und hat gesagt, überleg dir das erstmal alles, ob du noch weiter Kontakt mit mir haben möchtest. Ja. Jetzt, wo du weißt, was ich hauptberuflich mache, also er stellt nebenberuflich Automaten auf. So, nun weißt du das ja eine ganze Weile schon. Ja. Bist aber immer noch mit ihm zusammen. Ja. Also macht es dir ein großes Problem, dass er sowas macht? Irgendwo ja, weil ich halt auch weiß, wann er zum Abrechnen geht, wann er wo ist. Und jetzt zum Beispiel ist er momentan an der Ostsee mit einer Frau, die hat da übers Wochenende einen Stammkunden und er hat hier halt hingefahren und es bringt mir halt schon... Wie viele Frauen hat er unter sich? Wie viele Frauen gehören also zu ihm? In Hamburg sind es ungefähr 20, also er ist nicht nur in Hamburg tätig. Bist du dir sicher, dass er zu dir eine normale Beziehung haben wollte oder war das ein Trick, um dich auch in die Prostitution hineinzuholen? Habe ich mir auch schon irgendwo ein bisschen gedacht. Also er sagt halt irgendwo auch schon, probier's doch mal aus, ist gutes Geld und ist gar nicht so schlimm, wie man sich vorstellt und so. Das hat er schon gesagt? Das hat er schon gesagt. Also ich meine, ich habe einen anderen Einblick reingekriegt, als das, was von den Medien gesagt wird. Also es ist weitaus nicht so schlimm, sage ich mal, wie es im Fernsehen ist. Aber es ist für dich nach wie vor tabu? Ja. Ja. Also ich habe auch schon... Hast du denn ganz klar gesagt, nein, das ist nicht mein Ding, das möchte ich nicht? Nee, also ich habe mit dem Gedanken auch schon mal gespielt, das mal auszuprobieren, mal für ein Wochenende, aber im Endeffekt habe ich dann auch, also wir haben da in Ruhe drüber gesprochen auch und das auch ein bisschen geplant und dann habe ich aber dann einen Rückzieher gemacht und gesagt, nee, ich kann das nicht, also ich will es nicht. So, nun hast du ja angerufen bei mir. Das heißt, so easy und in Ordnung ist ja alles nicht. Wo liegt das Problem? Ja, das Problem ist einfach, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll, weil er sagt auf der einen Seite, er möchte mit mir zusammenziehen und ein Leben verbringen und dass er mich über alles liebt und auf der anderen Seite sagt er aber dann das Gegenteil und sagt, ich kann mir keine Beziehung mit einer soliden vorstellen. Ich habe es nicht akustisch verstanden. Er kann sich keine Beziehung für... Mit einer soliden Frau vorstellen. Ach so. Weil ich halt solide bin und Kellner und... Also, ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch. Deswegen, also. Ob da so die. Wie alt ist er? Er ist 17 Jahre älter. 17 Jahre älter. 17 Jahre, ja. Also 16 momentan. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob da so rein ehrenwerte Gründe oder Motive im Spiel sind. Ja, ja, das, aber er ist auch andererseits ist er wieder so, wenn wir auf dem Kiez sind oder wenn ich alleine auf dem Kiez bin.
passt da super auf mich auf und er will auch nicht, dass ich irgendwie da reinrutsche. Also er widerspricht sich eher. Na gut, natürlich passt er auf dich auf. Das ist sein Beschützerinstinkt und seine Rolle, dass er da ein Händchen auf dich hat. Ja, aber er will auch nicht, dass ich, sag ich mal, alleine auf dem Kiez bin. Oder sagt auch auf der einen Seite, du brauchst dich nicht auf die Straße zu stellen. Das will ich gar nicht, dass du sowas machst. Mhm. Aber es ist irgendwie schon zwiegespalten, das Ganze. Ja, ne? Genau. Mhm. Was für ein Gefühl hast du denn für den Mann, zu dem Mann? Ja, er bedeutet mir super viel. Also wenn er sich nicht meldet oder wenn ich ihn nicht erreiche, dann, also es gibt halt bestimmte Zeiten, wo ich weiß, okay, da kannst du ihn jetzt nicht anrufen, da ist er beschäftigt. Mhm. Wo er mir schon fehlt. Oder wenn ich jetzt weiß, jetzt ist er 4 Tage an der Ostsee und jetzt sehe ich ihn wieder nicht, dann fehlt er. Also Tina, ich bin in der Sache wirklich skeptisch. Ich wäre viel überzeugter, wenn er ganz klar und eindeutig gesagt hätte, nee, dafür will ich dich nicht haben und ich schlage dir das auch überhaupt gar nicht vor. Ich möchte dich als meine private Freundin, als meine private Partnerin haben. Aber da er diese Andeutung ja doch immer wieder gemacht hat, ist mir das Ganze doch sehr heikel, muss ich dir sagen. Und ich würde dir so, von dem, was du gesagt hast, würde ich dir raten, wirklich die Sache sehr vorsichtig zu sehen, wenn nicht auf Distanz zu gehen. Ja, wenn nicht auf Distanz zu gehen. Wir sind jetzt schon ziemlich auf Distanz. Also wir sehen uns jetzt halt seltener schon. Mhm. Und teilweise auch mit Ausreden und Lügen meinerseits. Also ich habe es halt auch ein bisschen getestet, ob man mich wirklich nur für den Job haben will. Mhm. Und so bei diesem Test, oder bei diesem kleinen Test ist es eigentlich so rausgekommen, dass er das nicht will. Also dass ich ihm als Mensch was bedeute. Mhm. Und... Also ich würde an deiner Stelle, wenn es emotional hinbekommst, wirklich erstmal mehrere Gänge runterschalten und erstmal auch etwas Zeit vergehen lassen. Und auch noch ein bisschen weiter in mich, also sprich jetzt in dich reinhorchen, weil du gerade ja auch sagtest, ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, das zu machen. Sei sehr vorsichtig, das ist wirklich eine Sache, die... für viele, viele Frauen mit großen Problemen verbunden ist. Ja, also mittlerweile das war alles ein bisschen so überschlagen, sag ich mal, und zu schnell auch. Also mittlerweile sage ich auch, nee, möchte ich nicht, will ich nicht. So, und ich würde jetzt endgültig sagen, doch zum Schluss sagen, geh auf Distanz zu diesem Mann. Geh auf Distanz zu diesem Mann. Ja, aber es ist schwer, sag ich mal, weil wir laufen uns halt auch bei Arbeit täglich, also er weiß, wo ich arbeite, er kommt auch oft vorbei. Trotzdem kann man ja so die private Geschichte ein bisschen runterschrauben und lass erstmal ein bisschen Zeit vergehen und mal sehen, wie sich die ganze Sache bei dir entwickelt und auch wie er sich dann verhält. Ja, okay. Die Sache ist wirklich, also wenn ich jetzt, ich gehe natürlich auch viel feiern oder nach Feierabend halt auch was auf dem Kiez trinken oder so. Und er kennt halt genug Leute auf dem Kiez. Und es klingelt dann, wenn ich Feierabend habe, eine halbe Stunde später noch nicht mehr, klingelt mein Handy und dann sagt er auch, was machst du denn da und da? Also er weiß 100 Pro, ich bin da. Ja, das musst du ein bisschen eingrenzen und musst deinen eigenen privaten Rahmen und Raum auch schaffen. Mhm. Tina, alles Gute in diesem Sinne. Gut. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Melanie, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Melanie. Ja, hallo. Ich grüße dich. Was geht's bei dir? Also bei mir geht's darum, mein Mann hat sich am Samstag versucht, das Leben zu nehmen. Mhm. Und liegt seitdem halt auch im Krankenhaus. Wie hat er versucht, sich das Leben zu nehmen? Ja, der hat sich das größte Messer, was wir haben, in den Bauch gerammt. Vor meinen Augen. Vor deinen Augen? Ja. Wie war die Situation? Also ich muss dazu sagen, der war jetzt 4 Monate in Haft vorher. Mhm. Warum? Also beziehungsweise er war vorher im offenen Vollzug über ein Jahr. Mhm. Und warum? Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber das war halt nicht das erste Mal. Mhm. Und er hat halt am Anfang offenen Vollzug bekommen und ist dann da abgelöst worden, weil er wieder gefahren ist und erwischt worden ist. Mhm. Und ja, war halt 4 Monate im geschlossenen Vollzug. Ja. Und ist auch erst diesen Monat entlassen worden, also es war so eine Blitzentlassung und hat jetzt eigentlich morgen noch eine Verhandlung wegen der Sache, wo er erwischt worden ist. Ja. Kann er natürlich nicht hin. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war, weil er vielleicht wieder Angst hat, wieder in Haft zu müssen. Wie war denn die Situation am Samstag? Wir hatten schon Stress. Was heißt das? Es hat Freitagabend schon angefangen, weil er weg wollte und ich hatte halt ein schlechtes Gefühl dabei, weil er erst halt wieder daheim war und ich hatte halt Angst, dass er wieder irgendeine Scheiße baut, wenn er unterwegs ist. Mhm.
Und so kam das halt zum Streit, dass er gesagt hat, ich würde ihn einsperren und so. Und ja, wir haben uns dann halt mehr oder weniger ausgesprochen, aber er war halt schon stinksauer. Er ist zwar daheim geblieben. Was heißt denn, er wollte weg? Wo wollte er hin? Er wollte zu einem Freund. Der hat ihn wohl angerufen. Ja. Und ja, da wollte er an für sich hin. Ja. Und was ja okay gewesen wäre. Was normalerweise okay gewesen wäre, aber ich hatte halt Angst, dass er wieder irgendwie Mist baut. Weil er trinkt auch sehr gerne. Ja. Ja. Und ja, dann sind halt schon einige Dinge vorgefallen. Verstehe. So, jetzt die Situation am Samstag. Am Samstag, ja. Das war halt immer noch das Thema. Er war halt immer noch stinksauer. War es Samstag Mittag oder abends? Abends. Abends. Also er ist dann samstags zu meiner Freundin, die wohnt direkt nebenan. Und die ist da halt erst eingezogen, hat er ihr ein bisschen geholfen. Und kam dann wieder rüber und hat gesagt, ja, er macht mal für 3 Stunden weg und so, er muss mal raus. Und ich habe dann halt nichts mehr gesagt, ich habe ihn dann einfach gehen lassen. Ja. Er kam dann wieder nach Hause, war aber jetzt nicht betrunken und nichts eigentlich. Ja. Und hat aber kaum mit mir gesprochen. Ja. Aber also, es kam dann zu einer Auseinandersetzung und dann hat er das Messer, dann hat er ein Messer genommen aus der Küche. Ja, also es kam dann zu der Auseinandersetzung. Wie gesagt, er hat sich mit mir nicht auseinandergesetzt und also wollte nicht mit mir reden, wollte kein Gespräch mit mir führen und das war mir dann zu blöd wiederum und dann wollte ich mich halt anziehen, wollte halt auch ein bisschen rausgehen. Und da hat er gesagt, nein, du hast mir es gestern verboten, du gehst heute auch nicht. Ja. Und da habe ich gesagt, ich habe das nicht verboten und ja, dann hat er halt angefangen, mich halt schon unter Druck zu setzen. Wir haben auch einen kleinen Sohn, also der ist 2 Jahre alt und der hat halt in seinem Zimmer geschlafen und er hat dann gesagt, wenn du jetzt gehst, dann dann wecke ich ihn und bringe ihn meinen Eltern, nehme ihn mit zu meinen Eltern. Also ich verstehe schon, dass sich das hochgeschaukelt hat. Wann kam jetzt das Messer ins Spiel? Das Messer kam dann ins Spiel. Ich habe ihn dann erst ganz normal gebeten zu gehen, weil ich halt Angst davor hatte, dass es eskaliert. Ich habe halt gesagt, bleib heute Nacht irgendwo bei einem Kumpel oder was weiß ich. Ja. Und er hat gesagt, nein, ich wohne hier, ich gehe nicht. Und hat dann halt gemeint, ja, da müsste ich schon die Polizei rufen, aber wenn ich das täte, dann wüsste ich schon, also dann wird mir was Schlimmes passieren und so. Und hat mich halt total fertig gemacht damit. Dann habe ich halt meine Freundin angerufen, die halt direkt... Sag mal die Situation, ich möchte das gar nicht wissen. Wann wurde das Messer gezogen und was ist da genau geschehen? Ja, ich habe halt meine Freundin angerufen. Ja. Die kam rüber und ich habe zu ihr gesagt, sie soll machen, dass er geht. Und sie wusste auch nicht wie, er hat hier gesessen. Und hat Musik gehört und ich habe nur zu ihr gemeint, ich habe halt angefangen zu heulen und war total fertig. Ich habe gesagt, der soll gehen. Und er ist nicht gegangen und dann habe ich halt irgendwann zu ihr gesagt, ich ertrage dem seine Fresse nicht mehr. Und in dem Moment ist er sofort aufgestanden, ist in die Küche und hat halt in der Schublade rumgewühlt. Und ich bin gleich aufgesprungen, meine Freundin auch. Und dann standen wir vor ihm und dann hat er das Messer hochgenommen, also mit beiden Händen. Hochgenommen und hat es dann in den Bauch gestochen. Also meine Freundin hat gedacht, er wollte es mir irgendwo. Das war was für ein Messer? Wie groß war es? Ah, das war das Größte, das wir hatten. Das war so ein richtiges... Also ein Brotmesser, sowas? Ja, ja, ich weiß nicht. Also so richtig, also das Größte, das wir halt hatten. Damit haben wir immer Fleisch geschnitten. Ja. So, es hat der eigene Partner sich das Messer in den Bauch gerammt, was ja schon eine unglaubliche Situation ist. Ja. Was dann? Also, hast du denn sofort den Krankenwagen angerufen? Ich war total, weil das war auch total, er hat es halt einmal reingestochen und hat, das war noch nicht so tief, ja. Und dann hat er mich angeguckt und hat es nochmal tiefer reingesteckt, ne. Und hat es dann wieder raus, ist gleich umgekippt und ich war total am Ende und meine Freundin hat dann gleich die Wunde halt, hat ein Tuch drauf und hat mich halt angeschrien, ruft den Notarztwagen. Das habe ich getan, die kamen auch innerhalb von 5 Minuten. Ja. So, jetzt liegt er im Krankenhaus. Ja. Wie schwer ist er verletzt? Gott sei Dank nicht so schwer. Also das war am Anfang unklar. Er ist aber auch gleich operiert worden. Und er hat sich... Also es gab keine Lebensbedrohung am Anfang? Oder jetzt auch nicht? Am Anfang wohl schon. Also da wussten die halt nicht, was es konkret ist. Jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Also er hat sich den Darm verletzt. Ja. Er ist irgendwie, hat seinen Darm 6-mal angeritzt. Und der ist halt wieder zusammengeflickt worden und... Also er hätte wirklich sterben können dabei, ne? Ja. Ist irgendwas, wahrscheinlich natürlich nicht sowas Gravierendes, aber schon mal etwas sehr Dramatisches in eurer Beziehung passiert? Ja.
Was war das? Was, bitte? Was war das? Er hat immer irgendwie, wenn wir irgendeine Auseinandersetzung hatten oder so und ich weggegangen bin oder sonst irgendwas, er hat immer mit seinem Selbstmord gedroht. Mhm. Mhm. Er hat sich auch immer irgendwie aufs Dach gesetzt. Im betrunkenen Zustand ist da auch schon mal runtergekracht. Da ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Geht das die ganzen 2,5 Jahre so? Mehr oder weniger, ja. Das hört sich alles nicht sehr, sehr gut an, Melanie. Um nicht zu sagen, das hört sich sehr dramatisch an, was da bei euch los ist. Ja. Habt ihr in diesen 2,5 Jahren euch mal von außen versucht, Hilfe zu holen? Nicht wirklich. Also aber wir waren ein einziges Mal in der Eheberatung und das war's dann auch. Und, so, und ich finde, dass das jetzt wirklich sehr angesagt ist, wenn er gesund aus dem Krankenhaus nach Hause kommt. Glaube ich, müsste jetzt eine Zäsur stattfinden nach diesem dramatischen Ereignis, um eine Klärung in die Beziehung hineinzubringen und eine Klärung für ihn auch zu finden. Dass ihr dringend, aber ganz dringend wieder zu einer Beratung müsstet, zu einer Paarberatung, zu einer Eheberatung. Ja, das sowas habe ich mir auch schon gedacht. Also, denn so kann es nicht weitergehen, wie es jetzt gelaufen ist bisher. Nein, ich habe halt Angst davor, wenn der wieder nach Hause kommt. Mhm. Ich habe halt auch Angst davor, was ich überhaupt noch sagen kann, ohne dass er irgendwie irgendwas... Ja, genau. Das ist genau so ein Punkt, den man in einer solchen Beratung dann auch klärt. Mhm. Ich glaube, dass das jetzt im Moment so verfahren ist und so verschachtelt ist, eure Lage, dass ihr sowieso nicht mehr normal miteinander leben könnt. Da muss eine Moderation stattfinden durch einen Psychologen oder eine Psychologin. Ja. Ich würde gerne dich jetzt noch weiter verbinden mit meiner Psychologin, die dir sicher noch einige Hinweise geben kann und auch eine entsprechende Beratungsstelle nennen kann. Ja, gut. Ja, das ist die Elke. Du legst auf und Elke ruft dich zurück. Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. So, meine Lieben, wir machen etwas Post. Es gibt etwas Post. Eine kleine Postecke. Die erste kleine Postecke heute in der Sendung. Und zwar habe ich eine Mail bekommen von Jenny, 25 Jahre, aus Bad Salzig. Und die schreibt, Hi Domian, mein Freund und ich sind große Fans von dir. Wir haben jetzt eine Wette abgeschlossen. Der Einsatz ist ein Partywochenende in Berlin. Und deine Antwort, Domian, wird entscheiden, wer von uns beiden den Trip bezahlen muss. Also, ich habe gewettet, dass du genauso wie Stefan Raab vorne oben in der gesamten Frontpartie künstliche Zähne hast. Mein Freund sagt das Gegenteil, er sagt, die Zähne seien echt. So, wer hat nun recht? Also, liebe Jenny aus Bad Salzig, du musst jetzt sehr tief in dein Täschlein fassen, denn du musst dieses Wochenende und das Partywochenende in Berlin bezahlen. Das ist alles echt hier. Ich habe keine Stefan Raab-Zähne, ganz ehrlich, ganz sicher. Dann schreibt Rainer, 42, aus Göttingen. Hallo Domian, ich fand deine Sendung Brutale Frauen neulich sehr interessant. Und mir ist etwas aufgefallen. Gewalttätige Frauen haben kaum ein Unrechtsbewusstsein. Sie stellen sich selbst immer als Opfer dar, beziehungsweise als Opfer ihrer eigenen Biografie und versuchen so ihr Verhalten zu rechtfertigen. Schlimm, wenn solchen Frauen nach einer Trennung auch noch die Kinder zugesprochen werden. Ich selbst bin diesbezüglich ein Betroffener. Übrigens gibt es eine Studie von Professor Arment aus Bremen, nach der in ca. 60% aller Fälle von häuslicher Gewalt diese von Frauen ausgeht. Und Paul aus Bochum schreibt, Hi Domian, ich bin 17 Jahre alt, mache eine Lehre als Schreiner und sehe, glaube ich zumindest, recht gut aus. 1,87 Meter, 80 Kilogramm, blond und habe Ähnlichkeiten mit Nico Schwanz, dem neuen Mr. Model of the World. Ich war total begeistert, als du vor einiger Zeit in deiner Nachtshow mit einem Pornodarsteller gesprochen hast. Genau das wäre was für mich. Ich habe keinen Bock mehr auf meine Lehre. Bitte stelle mir einen Kontakt her zu diesem Typ. Also, Liebelein, Paul aus Bochum, ich werde dir überhaupt keinen Kontakt herstellen zu dem Typ. Du wirst schön deine Lehre erstmal zu Ende machen und dann gucken wir weiter. Ende unserer ersten kleinen Postecke. Und jetzt geht es weiter mit euch, nämlich genauer gesagt mit Michael. Und Michael ist 40 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Michael. Ja, moin Domian. Moin. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe vor, ja, wie soll ich das klären? Ich habe vor gut 2 Monaten eine Frau kennengelernt. Mhm. Und
ich hatte eigentlich nie vor, irgendwie großartig jemanden wieder kennenzulernen, weil, ja, viele Enttäuschungen und weil ich auch immer ziemlich viel Stress hatte mit den Frauen. Ja, wie lange warst du Single gewesen vorher? Ja, ich hatte vor ihr, also war es ungefähr anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre war ich Single. Ja, okay, also vor zwei Monaten kennengelernt. Ja, und für mich war es eigentlich so, ja, Liebe auf den ersten Blick, weil sie hat in mir Sachen geweckt, die ich eigentlich gar nicht mehr wach haben wollte. Ja, was hat sie bei dir geweckt, was du nicht mehr wach haben wolltest? Ja, Gefühle, Zuneigungen. Ah ja. Ich habe ihr also zugehört und ich habe Gefühle gehabt. Ich hatte also nicht nur dieses männliche Schwanzdenken, sondern ich hatte auch diese Zärtlichkeit und überhaupt, weil ich überhaupt nicht mehr kannte. Wo hast du sie eigentlich kennengelernt? Ja, ich spreche mal ich muss nicht unbedingt sagen, wo, weil ich weiß ja nicht, nachher weiß jemand, wer es ist. Also soll nicht unbedingt jeder wissen, über wen ich spreche. Also ich habe sie auf jeden Fall ganz normal in einem Geschäft kennengelernt. Okay. Und es war blöd. Ich habe sie eigentlich nie beachtet, großartig, weil ich so gedacht habe, ja, ist eh nicht so dein Typ. So, aber irgendwie hat es dann hinterher total geknallt. So, nun hast du positive Sachen von der Frau erzählt. Sie hat wieder Sachen in dir geweckt, mit denen du dich gar nicht mehr so auseinandersetzen wolltest oder von denen du glaubtest, dass sie gar nicht mehr so relevant für dich sind. Dennoch rufst du mich an. Es muss ja irgendein Problem in der Luft sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, ich wurde mit der Zeit immer extremer, wollte sie also nur noch sehen. Sie hat also eine Familie, beziehungsweise, wie gesagt, sie hat Kinder, für die sie auch da sein muss nach der Arbeit. Was ich auch verstanden habe, trotz allem habe ich mich halt immer in den Vordergrund gedrückt. Sie hat zwar immer zu mir gesagt, wenn ich von der Arbeit zu Hause bin, rufe ich dich an. Nur ich habe nie irgendwie drauf geachtet. Ich habe eigentlich immer vorher angerufen. Sie kam also gestresst von der Arbeit. Die Kinder schrien von allen Seiten, was los war. Und der Erste, der angerufen hat, war ich. Und dann habe ich erstmal mit ihr gequatscht. Ja. Und das hatte sie mir ein paar Mal gesagt, dass sie das stört. Und ich bin immer wieder angefangen, habe eigentlich nicht drauf gehört. Noch ist das Problem mir nicht klar, was du mir sagen willst. Ja, das Problem ist eigentlich, dann hat sie mir klar gemacht, dass das nichts bringt, dass sie erstmal eine Pause braucht für sich und dass wir uns erstmal trennen sollten. Ja. Dass sie erstmal Ruhe haben möchte. Und das habe ich überhaupt nicht begriffen. Und ich habe solche Angst, sie für immer zu verlieren, weil sie am Telefon sagte, lass mich erstmal eine Zeit lang alleine, ich weiß nicht, ob da noch was ist und so. Und da habe ich einfach in den Raum reingeschrien, ganz dumm, ich habe AIDS. Das hast du in den Telefonhörer gerufen? Ja, ja. Ja. Und dann? Ja, ich weiß, dass es dumm war. Ich weiß es. Auf jeden Fall. Da kommen wir gleich noch drauf, wie blöd das war. Aber du rufst in den Telefonhörer rein, ich habe AIDS. Ja, weißt du? Warum? Ja. Warum? Ja, warum? Ja, weil ich gedacht habe, dass sie dadurch wieder mit mir den Kontakt haben will, weil sie Angst hat, dass sie irgendwie als Mitleid oder wie auch immer, oder weil ich habe auch hinterher sofort gesagt, das war dummes Zeug, was ich da geredet habe. Ich habe ihr auch erzählt, dass ich Krebs habe und sowas und sterben muss und so. Das hast du ihr auch erzählt? Ja. In dem gleichen Telefonat? Ja. Hör mal, hast du eine Macke oder was ist mit dir los? Ja, ich weiß es nicht. Ja, aber ich weiß es. Ja, was soll ich machen? Ja, und wie hat die Frau darauf reagiert? Ja, so wie jede normale Frau darauf reagieren würde, ne? Ja, wie hat sie denn reagiert? Ja, sie telefoniert zwar noch mit mir, wenn ich sie anrufe und so, aber von mir möchte sie nichts mehr, was ich verstehe, leider Gottes. Aber ich bin an dem nächsten Tag, als ich das halt gesagt habe, sofort zum Arzt gegangen, weil ich weiß, ich habe das. Ja, Moment, jetzt mal eins am anderen. Ja. Als du das am Telefon gesagt hast, ja. Da reagiert man ja als ehemalige Freundin oder noch Freundin ja wahrscheinlich in einer großen Betroffenheit und ist geschockt, wenn der Freund das sagt. Ja, war sie geschockt oder hat sie es dir nicht geglaubt oder wie? Nein, sie hat Angst. Sie hat totale Angst. Sie hat totale Angst. Was heißt Angst? Das heißt, sie hat es geglaubt und war geschockt oder wie? Ja, natürlich. Weil ich war zwei Monate mit ihr zusammen und ich habe ihr vorher von meinem Leben erzählt, halt von meinen Ängsten und so. Okay. Lass mal deine Angst immer zur Seite. Wann hat dieses Telefonat stattgefunden? Das hat ganz normal stattgefunden. Wann hat das stattgefunden? Welchen Tag jetzt oder was? Ja, wie lange ist das vorher her? Das ist jetzt ungefähr so seit letzter Woche Freitag. Wie sieht euer Kontakt denn seit dem Freitag aus? Stress. Ich rufe an. Also jetzt rufe ich nicht mehr an, weil ich es ihr gesagt habe und ich lasse es sein. Ich habe einen Schwur drauf gegeben und den Schwur werde ich auch nicht brechen. Jetzt hört sich, ja,
nicht denken, dass ich dumm bin oder sowas, aber ich bin total durcheinander, da ist das halt das Problem. Ja. Geht sie denn nach wie vor davon aus, dass du AIDS erkrankt bist und Krebs erkrankt bist? Nein, ich denke nicht, dass sie das glaubt, dass ich Krebs habe. Mit dem AIDS weiß ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann nicht in ihren Kopf reingucken. Ich hoffe nur, dass sie das. Aber du hast es ihr nicht gestanden bisher, dass das ein Bluff war. Doch, sofort danach, nach dem Telefonat. Ja, dann was gibst du mir seltsame Antworten? Also glaubt sie es nicht, wenn du es gestanden hast? Ja, richtig, ja. Sie glaubt es halt nicht. Ja, gerade hast du es anders gesagt. Nein, ich habe mit ihr telefoniert und habe es dann in der Wut gesagt, also in der Verzweiflung. Und so, du hast es ihr gestanden, dass das ein ziemlich dämlicher Bluff war. Jetzt ist die Frau zugegebenermaßen verständlicherweise noch mehr verwirrt und hatte wahrscheinlich überhaupt keinen Bock mehr auf dich. Ja, die ist fertig mit der Welt. So, du wolltest gerade eine Andeutung machen, dass du beim Arzt auch noch warst danach? Ja, richtig. Ich war am nächsten Tag sofort zum Arzt gefahren und habe einen HIV-Test gemacht. Mhm. Ja, und warum? Ja, damit sie sieht, dass ich das nicht habe. Ja, Michael, ich glaube, dass du wirklich extrem verwirrt bist und extrem neben der Kappe und dich für einen 40-jährigen Mann ziemlich dämlich aufführst, muss ich dir sagen. Ja, dämlich würde ich nicht sagen. Doch, das finde ich sehr dämlich. Man sagt nicht, man geht mit solchen schweren Krankheiten, geht man nicht so billig hausieren, wie du es getan hast. Das benutzt man nie als Bluff oder nie als Scherz. Ja, aber wenn man nicht anders sich zu wehren... Doch, auch dann macht man das nicht. Dann rede mal mit den Leuten, die wirklich AIDS-krank sind und schwer krebskrank sind. Was es bedeutet, diese Krankheit zu haben. Damit treibt man überhaupt gar keinen Scherz oder gar keine Spielereien. Domian, so, und schon gar nicht mit einer Frau, die man auch noch liebt. Domian, das weiß ich. Ich weiß, dass ich... Du bist 40 Jahre alt, habe ich gesagt. Ich fasse es nicht. Ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt anfangen, jetzt großartig zu erzählen, dieses und jenes? Ich hab's gemacht, ich bereue es und die Sache und ich... Ja, nee, was sollst du meinen? Das Kind ist in den Brunnen gefallen, offensichtlich. Ja, das Einzige, was du machen kannst, ist aus dieser Sache und aus dieser extremen Dummheit lernen, dass dir in deinem wirklich reifen Alter so etwas nicht noch irgendwann noch mal passiert mit einer anderen Beziehung. Nein, das wird mir auch nie wieder passieren. Ich würde, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich sehr in mich hineinhorchen und überlegen, was ist denn mit mir los? Warum habe ich denn so überreagiert? Wie unsouverän habe ich denn reagiert? Warum ist das so? Und ich würde versuchen, daraus zu lernen an deiner Stelle. Ja, ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Ich weiß nicht. Ich hätte auch was anderes sagen können. Aber ich habe gedacht, sie hätte Mitleid oder was und wird dann mit mir zu mir zurück. Ich habe sie einfach versucht... Ja, das ist mir völlig klar, was du... Es hat auch alles so ein bisschen was Selbstmitleidiges, wie du es sagst. Ja, natürlich, sonst würde ich ja nicht so reden. Aber aber es ist schlimm genug, dass du dich da selbst nicht am Riemen reißt. Ja, Domian, ich kann nur eins sagen, ich weiß nicht, ob sie zuhört, ich möchte ihr nur sagen, dass ich mich entschuldige, ganz einfach, und dass die Sache, was ich gesagt habe, dass das eine Sache ist, was ich stark bereue und wo ich auch sehr drunter... jetzt für meine Person sehr darunter leide. Na gut, also wollen wir mal hoffen, dass sie zuhört. Die Entschuldigung ist natürlich sehr schön für sie, die zu hören. Wenn ich diese Frau wäre, würde ich die Entschuldigung akzeptieren, aber für mich wäre die Sache erledigt, muss ich dir ehrlich sagen. Ja gut, aber... Na gut. Du kennst diese ganze Vorgeschichte nicht. Nee, muss man, glaube ich, auch nicht kennen. Also, man kann nicht Menschen nach einem Gespräch beurteilen, denke ich, nach einem Telefonat. Ich denke... Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn ich zurückgehen würde, wie und warum ich so geworden bin. Mhm. Das liegt halt eine ganze Zeit zurück, halt fängt in der Kindheit an, Prügel, Brutalität. Ach komm, Michael, jetzt komm. Natürlich kann man immer viele Sachen aus der Kindheit erklären. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, dass da was schiefläuft mit der eigenen Entwicklung, gibt es heute genügend Möglichkeiten, sich auch professionelle Hilfe zu suchen. Das könnte ich dir, wenn du das möchtest, auch gerne anbieten, dass meine Psychologin mit dir noch redet. Ja, von mir aus. Okay, dann machen wir das so. Du legst auf und aber Domian, Elke ruft dich an. Ja, aber nur eins. Ich bin nicht, ich bin zwar 40 Jahre, ich bin vielleicht auch nicht so reif wie ein 40-Jähriger. Trotz allem würde ich das, was ich gesagt habe, nie wieder machen und ich stehe zu dem Fehler und ich bereue es sehr. Gut, das finde ich gut, das ist ein Wort. Und nein, wenn du dich jetzt daran hältst, ist ja auch in Ordnung. Das ist auch nicht nur so, weil ich jetzt mit dir rede, sondern ich stehe dazu. Und was ich gemacht habe, war große Schweinerei. Gut. Es tut mir sehr leid für die Frau. Du legst auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an, okay? Ja, alles klar. Auf Wiederhören. Okay. Wir haben jetzt hier die Simone und Simone ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Simone. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht um das Thema Fremdgehen.
Oh je, oh je. Ja. Wer ist denn fremdgegangen? Du? Ich, ja, regelmäßig. Du bist in einer festen Beziehung? Ich bin in einer Ehe, ja. In der Ehe, wie lange schon? Also jetzt ist das verflixte 7. Jahr vorbei. Ja. Ja. Über 7 Jahre. Also das zweite Mal bin ich jetzt schon verheiratet. Die erste Ehe ist also auch schon gescheitert daran, dass ich immer fremdgegangen bin. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, 3. Also jetzt aus der zweiten Ehe. Sind jetzt wie viel Mal ist denn unsere Simone in diesen 7 Ehejahren, über 7 Ehejahren, fremdgegangen? Ich kann es gar nicht mehr zählen. Ist es zu fassen? Ja. Ja. Wirklich nicht? Ist das, oder übertreibst du? Nee. Also ich habe... Dann frage ich anders. Ja. Wie oft kommt es im Monat vor? Also in der Woche, sage mal, 5 bis 6 Mal. In der Woche 5 bis 6 Mal? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Du gehst in der Woche 5 bis 6 Mal fremd, obwohl du verheiratet bist? Ja. Das Problem an der Sache ist, dass mein Mann halt nicht so will, wie ich will. Normalerweise ist es ja umgekehrt, dass die Frauen meistens mit Migräne vortäuschen. Ich habe halt keine Lust. Langsam, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Ja. Ich muss es erstmal verdauen. Sie geht jeden Tag fast fremd. Ja. Simone geht täglich fremd. Ja. Wie, wo, mit wem? Zum Teil mit den festen Freunden, die ich habe. Das sind also 2... Ach so, du hast so F-Beziehungen. Genau. Man guckt ins Telefonbuch und da kann man anrufen und... Nee, also so ist es jetzt auch wieder nicht. Also... Ich habe schon meine 2 Affären, also die laufen jetzt auch schon über Jahre. Mhm. Und jetzt, wenn ich halt mal in die Disco gehe oder so und sehe halt einen, dann gehen wir halt auf Toilette und ja. Was macht dein Mann vom Beruf? der schafft also in einer Fabrik. Ja, nee, der Hintergrund war, ich wollte wissen, ob er oft zu Hause ist. Wenn er jetzt Fernfahrer wäre, dann hätte das ja, also er kommt jeden Abend, kommt er pünktlich heim. Er kommt, und du bist Hausfrau? Ja. Das heißt, du hast tagsüber auch einen großen Freiraum, das zu tun? Ja, nee, wegen der Kinder halt nicht unbedingt. Also es spielt sich meistens dann abends ab. Gehst du denn mit deinem Mann auch noch ins Bett? Ja, wenn er will. Und das macht ja auch Spaß? Ja. Ja. Aber meistens mehr, es gibt mir mehr, wenn ich mit meinem Ehemann also schlaf, wie mit den Freunden. Weil du den Ehemann liebst? Ja. Und dich da mehr gehen lassen kannst und das eine schöne Sache ist? Wir kennen uns gegenseitig mehr, wissen von den Wünschen, die wir haben. Mir braucht eigentlich nicht viel zu sagen, das passt. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass er nicht so will, wie ich will. Also wie würde... Nicht so oft will, ach so, wie ich will. Das heißt, du bist eigentlich in diesen ganzen 7 Jahren, hättest du auch mit deinem Ehemann gerne sehr, sehr oft Sex gehabt? Ja. Also da sind sehr viele Hormone bei dir im Spiel. Ja, das war auch schon früher so, ja. Ich musste vorhin lachen, wo die Frau am Telefon war und hat erzählt, dass ich schon frühreif war. Die Frau mit der Decke. Genau, ja. Mhm. Also die Situation, die kenne ich ja. Sag mal, ich wehre mich da fast schon dagegen, das so alles so locker zu sehen, weil das ist ja eigentlich ein Drama, ne? Wenn man, das sind ja hunderte von Male, die du fremdgegangen bist. Ja. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Schutz und Verhütung? Also die festen Partner, die ich habe, mir unterziehen uns immer regelmäßig Untersuchungen. Also die sind in keiner festen Beziehung. Also da läuft es praktisch nur mit mir, mit sonst keinem, das weiß ich auch. Ja. Und weil die sind, ich will jetzt nicht sagen, mir hörig, aber auf der Linie läuft es dann also praktisch schon. Ja. Und die, wo ich halt jetzt so kennenlerne in der Diskothek oder so, dann ist es mit Schutz auf jeden Fall. Ja, also es gibt dann auch eine ganze Menge Männer, ganz fremde Männer. Ja, ja. Also nur hast du gerade gesagt, dass du Kinder hast, ne? Und das ist das andere Problem. 2 von den Kindern sind nicht von meinem Mann. Und dein Mann denkt, sie seien von ihm? Genau. Obwohl der mittlerste, also der Sohn, der sieht also wirklich, der passt überhaupt nicht ins Bild. Der ist, also... Er ist jetzt kein Negerkind, sage ich mal so, aber er ist ziemlich hellhäutig, er ist strohblond, er hat hellblaue Augen. Ich sitze hier wirklich fassungslos. Ja. Du bist ja eine sympathische Frau, du wirkst so nett. Ja, danke. Du wirkst eigentlich wirklich sehr nett, aber ich sitze hier und ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Es kommt ja immer doller. Was kommt denn jetzt noch? Also die Kinder sind nicht, 2 Kinder sind nicht von deinem Mann. Die sind von irgendwelchen Sexaffären. Ja, aus Affären jetzt nicht unbedingt. Sie waren auch nicht geplant, sage mal so. Weißt du denn, die Väter von diesen beiden, die weißt du, wissen die wiederum, dass es deine Kinder ihre Kinder sind? Nein. Auch nicht? Nein. Also es ist ja ein irres Lügenwollknäuel. Ja.
Wie kannst du? Es ist auch so schlimm gewesen, dass ich vor der Erste, bevor ich das erste Mal geheiratet habe, also bevor morgens der standesamtliche Termin war, war ich abends in der Diskothek und war mit 5 Männern, bin ich zusammen heimgegangen. Also habe mich noch vergnügt. Mit 5 Männern? Gangbang? Genau, so ungefähr. Irgendwo, ich weiß nicht, ich würde gern aufhören damit, weil ich habe megamäßig schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber, aber... Weißt du, diese obligatorische Frage, die man eigentlich bei einer solchen Situation fragt, wie sieht es mit dem Gewissen aus? Die traue ich mich schon fast gar nicht zu fragen, weil... Aber sieht wirklich sehr schlecht ja, aus. Es gibt ja eigentlich gar kein Wort dafür, wie schlecht dein Gewissen sein muss. Aber ich habe auch wirklich mal eine Zeit gehabt, wo ich mal, ich sag jetzt mal ein halbes Jahr pausiert habe, wo ich wirklich auch zu den Männern gesagt habe, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich will im Moment nicht, ich konzentriere mich jetzt auf meine Ehe, weil es ist der Bach runtergegangen und ich habe gesagt, ich konzentriere mich auf meine Kinder und lass mich einfach mal in Ruhe, ich möchte also, mal wissen, wo ich stehe, ob ich das so weiterleben möchte oder nicht. Und du bist eine extrem eklatant sexsüchtige Frau. Genau. Du bist von Sinnen vor Sexsucht. Ja, ja. Ne, so müssen wir es sagen. Ja, also wenn ich auch nicht das bekomme, was ich möchte, dann mache ich halt so die Sachen wie mit der Decke, ja. Also, und du masturbierst auch noch zwischendurch? Ja, natürlich. Hat denn dein Mann, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, in all diesen vielen Jahren nicht irgendwo mal ein bisschen Wind bekommen? Mm-mm. Gar nichts? Mm-mm. Ich bin gut in meiner Sache. Obwohl ich mich... Umso mehr, sag ich, Simone. Umso mehr wundere ich mich, dass du jetzt hier in der Öffentlichkeit, vor einer großen Öffentlichkeit, ja, anrufst und du läufst ja Gefahr, dass man dich schon an der Stimme erkennt. Schon, ja. Steckt dahinter auch so eine Sehnsucht, vielleicht endlich entdeckt zu werden und aus dieser Lüge herauszukommen? Ja, ich bin schon wirklich, ich zweifle schon selber, ob ich meinem Mann nicht sagen soll, aber ich habe Angst, dass er mich verlässt. Weil ich liebe ihn wirklich, obwohl man das kaum glauben kann. Mhm. Aber mit den Männern, klar, die zwei Affären, ich empfinde was für die Männer, aber Liebe ist es keine. Mhm. Aber Simone, natürlich muss da sein und klar, ich mag ihn, ich liebe ihn aber nicht und den anderen Mann auch nicht, aber meinen Mann, den liebe ich, aber ich krieg von ihm das nicht, was ich möchte. Warum? Weiß ich nicht. Nein, lass mich fragen. Ja. Warum, verdammt nochmal, hast du ihm denn nicht von Anfang an diese Sache so klar gesagt? Pass mal auf, ich habe mich auch auf dem Dings kennengelernt. Also er weiß, wie ich bin. Ja, aber das hätte man ja von Anfang an klären können, indem du ihm sagst, pass auf, ich bin so ein Wibble-Vibe irgendwo. Ja. Ich muss das für mich sexuell irgendwie anders regeln. Lass uns da eine Formel finden für unsere Ehe. Ja. Dann wäre es ja gut gewesen. Ja. Aber so stehen da sieben Jahre Lüge, ja, 7 Jahre, 100, wenn nicht tausendfaches Fremdgehen. Ja, mit Sicherheit. Und, was ja noch viel schlimmer ist, die Kinder, die er als seine akzeptiert hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie man aus so einer Katastrophe rauskommen kann. Ich sag, mit der Zeit gewöhnt man sich an die Situation. Ja, du gewöhnst dich aber nicht dran, weil ich glaube, dass du dich sonst nicht bei mir gemeldet hättest, wenn du das ganz normal so hinnehmen würdest für dich. Ja, weil ich im Moment wieder in der Zwickmühle stehe, aber ich kann mit meinem Mann auch darüber reden. Ich meine, wir reden wirklich über alles und auch über Sexleben und er weiß eigentlich auch, er hat mich so kennengelernt und hat auch gewusst, dass ich mit 5 Männern geschlafen habe, bevor egal, ich das erste Mal geheiratet habe. Ja, am egal. Anfang lief auch alles in Ordnung, also war wirklich mir ein 5 bis 6 Mal am Tag Sex gehabt. Simone, nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit ist dein Mann weg, wenn du ihm das erzählst. Also, ich weiß. Ne? Ja. Das heißt, da musst du dir im Klaren sein, wenn du das... wie alt sind eigentlich diese Kinder, die nicht von ihm sind? 6 und 3. Mhm. Und da wird das Ganze nämlich noch eine Nummer ernster. Wie erklärt man das irgendwann den Kindern? Ja, das ist die andere Situation, ja. Du trägst du hast eine große Verantwortung auf dich geladen. Auch eine große Schuld, finde ich. Ja. Durch ein sehr leichtfertiges Verhalten. Ja, aber ich... Kein Aber. Nee, irgendwann muss man aufhören, Aber zu sagen. Das ist irgendwie jetzt zu drastisch alles. Ich weiß, dass ich möchte jetzt auch nicht so ganz plump einen Rat geben und sagen, du musst das und das und das jetzt mal. Das ist so komplex, deine Geschichte. Und man muss eben auch an die Kinder denken und dass man denen nicht zu sehr wehtut. Ja. Auf jeden Fall weiß ich, dass du dein Leben verändern musst.
aber radikal verändern musst. Ja, er will mich jetzt eigentlich auch kirchlich heiraten, weil mir ja nur standesamtlich geheiratet, aber bevor ich den Schritt endgültig gehe, bin ich jetzt im Zweifel. Nein, das machst du nicht. Nein, das machst du nicht. Das kannst du nicht machen mit so einem Hintergrund. Ja. Das würde die Lüge nur noch extrem krönen. Das geht nicht. Das geht nicht. Also es muss es muss jetzt viel mehr Wahrheit in dein Leben kommen. Mhm. Und das muss vorsichtig geschehen, weil da eben auch die Kinder dran beteiligt sind. Ja, sowieso. Ja? Und das Erste wäre, dass du die Beziehungen die Beziehungen aus deinem Leben rausholst, rausnimmst. Die andere Sache wäre, dass du dich von deinem Mann trennst. Du musst ein Opfer bringen für das, was du da angerichtet hast. Du kommst nicht rein und sauber und ohne Probleme und ohne Schwierigkeiten für dich selbst auch da raus. Das geht nicht. So, da das alles eine sehr komplizierte Operation ist und die kann man wirklich nicht in 10, 12 Minuten hier im Fernsehen mal so bereden, möchte ich, dass du jetzt weiter mit meiner Psychologin sprichst darüber. In Ordnung. Die Elke. Super. Du legst auf, die Elke ruft dich an und ich hoffe, dass du es schaffen wirst, in den nächsten Zeiten einigermaßen dein Leben zu ordnen. Und mit all dem irgendwie umzugehen, wirst imstande sein können, was du da angerichtet hast. Mhm. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, nochmal ein bisschen Post von euch, was ihr mir so geschickt habt, per Mail und per Fax oder auch per Brief. Zum Beispiel Marc, 18 Jahre aus Halle, der hat mir geschrieben: Hi Domian, ich fand deine Äußerung neulich zum Thema Promi-Boxen voll daneben. Die Show ist doch eine coole Sache und ich gucke sie unheimlich gerne. Du bist dagegen, du findest das Ganze zu brutal. Naja, zugegeben, ein Balletttanz ist es nicht gerade. Meine Frage an dich, stell dir bitte mal vor, du fändest die Show auch gut. Bitte stell es dir vor. Ja, ist ja gut, ich stelle es mir mal kurz vor. Gegen wen würdest du gerne boxen? Ja, gegen wen würde ich gerne mal boxen? Ich würde gegen Brigitte Lemle boxen. Ja, das würde ich. Markus, 29 Jahre, aus Erding. Der Markus schreibt eine Meinungsäußerung zum Fall Friedmann und schreibt: Hallo Domian, ich nehme Bezug auf eine Anruferin bei dir zu Michelle Friedmann. Ich finde, dass man keine Hetzjagd mit ihm zurzeit veranstaltet. Ich finde, dass man sogar noch sehr vorsichtig mit ihm umgeht. Ich frage mich, warum erfährt die Öffentlichkeit nicht, welches Untersuchungsergebnis sich aus der Haarprobe ergeben hat? Und ich frage mich, warum äußert er sich nicht? Ich habe Michelle Friedmann immer sehr geschätzt, aber jetzt bin ich total enttäuscht. Wenn an all den Vorwürfen nichts wäre, hätte er sich längst und bestimmt sehr lautstark, wie es seine Art ist, öffentlich geäußert. Und alles von sich gewiesen, besonders, dass er Kunde von Menschenhändlern war. So aber bleibt die Frage, wie kann ein Mann, der eine moralische Instanz in Deutschland war, so weit sinken? Ja, und jetzt noch was zum Thema, das hatten wir gerade schon in der Sendung, und zwar ein Fax von Jen. Jen ist eine Frau, ein Frauenname, 22 aus Dortmund, und sie schreibt: Hallo Domian, zu deinem Thema neulich Orgasmus im Kindesalter. Auch ich habe diese Erfahrung gemacht, und zwar mit 5 Jahren. Es war ein Zufall, ich lag auf dem Bauch, hatte die Beine gespreizt und habe an meiner Klitoris herumgespielt. Und dann ist es schon passiert. Eine tolle Erfahrung damals, obwohl ich gar nicht so recht wusste, was da mit mir passierte. Ich habe dann regelmäßig masturbiert und mache es gerne bis heute. Und kann nur allen deprimierten Frauen, die Orgasmusschwierigkeiten haben, raten: Übt selbst, entspannt euch, vertraut eurem Partner, übt mit ihm zusammen und alles wird gut. Das hoffe ich auch. Und jetzt geht's weiter mit Bianca. Und Bianca ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Bianca. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist eigentlich, dass ich einen Rat von dir bräuchte, wie ich mit meinem Freund umgehen soll, seitdem er weiß, dass ich Leukämie habe. Mhm. Erzähl mal den Hintergrund. Der Hintergrund ist so, dass ich ungefähr am 19. Mai erfahren habe, dass ich Leukämie habe. In diesem Jahr? Mhm. Also ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich aber von ihm schwanger. Mhm.
Und daraufhin hat mein Frauenarzt und mein behandelnder Arzt mir halt gesagt, dass es wegen der Behandlung besser wäre, das Kind abzutreiben. Mhm. Was ich dann Ende Mai, ich glaube um 30. rum, getan habe. Und seitdem ist es wirklich so, er redet kaum mit mir. Wir haben uns seitdem nicht gesehen. Er ist einfach total verändert und ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Ach, ihr habt euch jetzt einige Wochen gar nicht gesehen? Ja, weil wir von vornherein eine Fernbeziehung führen. Ah ja. Aber ihr telefoniert miteinander? Höchstens einmal in der Woche, wenn ich ihn dann mal dazu kriege, mehr mit seinem Vater wie mit ihm. Das heißt also, er ist überhaupt nicht informiert darüber, dass du eine so schwere Krankheit hast? Doch, das weiß er. Und seitdem er das halt weiß, ist er halt so komisch und sagt einfach, er liebt mich zwar, aber er weiß nicht, wie er sich verhalten soll und schwappt halt total ab. Er weiß aber auch, dass die Abtreibung deshalb stattfinden sollte oder musste. Ja, das weiß er. Hat er das damals auch schon gewusst oder hast du es ihm im Nachhinein gesagt? Ich habe ihm von vornherein gesagt, wo ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, ist er fast aus allen Wolken gefallen, hat sich danach gefreut und 3,5, 4 Wochen später kam halt die Diagnose, dass ich Leukämie habe. Mhm. Und das musste dann halt relativ schnell gehen, weil ich da fast in der 11. Woche schwanger war. Ja. Und wie schnell hast du ihm das dann gesagt, dass du Leukämie hast? Direkt an dem Abend. Direkt an dem Abend? Ja, wo wir telefoniert haben. Also es ist gar nicht die Frage, wie sage ich das meinem Freund, dass ich so schwer krank bin? Ich habe ihm gesagt, wo ich eigentlich völlig neben mir stand. Ich wusste gar nicht mal wirklich, dass ich es ihm gesagt habe, weil ich völlig fertig war. Mhm. Aber Fakt ist, dass er jetzt, seitdem das klar ist, in irgendeiner Weise irritiert ist und sich anders dir gegenüber verhält als vorher. Er macht völlig zu. Wie lange wart ihr zusammen vorher? Seit Ende des Jahres fest. Mhm. Vorher ging das ungefähr seit September. Was glaubst du, oder hast du ihn gefragt danach, was der Grund ist, warum er sich so zurückzieht? Er sagt, er kommt mit der Situation nicht klar. Er weiß nicht, wie er sich mir gegenüber verhalten soll. Kannst du das verstehen? Teilweise, aber andererseits sage ich mir, dass ich ihn halt gerade jetzt bräuchte. Mhm. Hast du ihm das so gesagt? Ja. Und da hat er nicht weiter darauf reagiert dann? Nein, darauf hat er gleich auf stur geschaltet und dicht gemacht und gesagt, er will darüber nicht reden. Du bist 22, habe ich gerade gesagt. Wie alt ist dein Freund? 21. Mhm. Er ist heute 21 geworden. Heute 21 geworden? Mhm. Habt ihr heute miteinander telefoniert? Ja. Aber es war wieder kein gutes Telefonat. Nein. Mhm. Und daher weiß ich einfach nicht, was ich machen soll, weil ich ziehe mich damit selber runter. Und ja. Bianca, wie schwer ist die Krankheit? Wie gravierend war die Diagnose? Es ist so, dass wenn die Blutwerte nicht in den nächsten 3 bis 4 Wochen besser werden durch die Infusionen und Tabletten, die ich bekomme, dass ich dann wohl eine Knochenmarktransplantation bekomme. Mhm. Das tut dir wahrscheinlich sehr weh, ne? Dass er sich jetzt zurückzieht und seit einiger Zeit genau in dem Moment, wie du es gerade auch formuliert hast, wo du ihn eigentlich besonders brauchen würdest. Genau. Mhm. Also ich kann ja verstehen, dass man vielleicht im ersten Moment irritiert ist und nicht weiß, wie geht man damit um, wenn man vielleicht noch niemals mit etwas Schwierigem konfrontiert worden ist. Eine Freundin von ihm hat Leukämie gehabt und daher kennt er das eigentlich. Ach so. Kennt er vielleicht auch all die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind? Und ich denke mal schon. Mhm. Lebt die Freundin noch? Ja. Ja. Das heißt, er hat auch verschiedene Phasen mitgekriegt der Erkrankung und hat vielleicht. Im Groben und Ganzen würde ich sagen, ja. Und hat vielleicht jetzt Angst, dass das genauso bei dir passiert und er. Weißt du, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass das schon auch eine Ausrede ist. Natürlich weiß man da im ersten Moment nicht mit umzugehen, aber wenn man jemanden lieb hat, dann macht man intuitiv immer das Richtige. Und das Richtige wäre in dem Fall, einfach zu der Person zu stehen, egal was die Person hat. Vielleicht ist ihm das Ganze auch ein bisschen lästig. Also er hat... Und du funktionierst eben nicht mehr so, wie er sich das vorgestellt hat vorher. Er hat die Tage eine SMS geschrieben, dass er, dass ihm das alles zu viel wird und er seine Jugend ausleben will und das mit mir nicht kann. Aha, siehst du, da haben wir es. Da haben wir es. Aber dann hat er auch gleichzeitig geschrieben, dass er mich halt mega doll lieb hat und einfach nicht weiß, was er machen soll. Ja, bla bla, bla bla.
Genau, dieses Blabla höre ich mir seit etwas über einen Monat an. Und nee, also weißt du, wenn so eine SMS kommt, wie du sie gerade vorgetragen hast, die sagt ja alles aus. Du bist dem zu lästig. Ich liebe ihn, aber... Ja. So hart das klingt, du bist dem zu lästig. Der will sein Leben leben. Und der will kein krankes Mädel an der Backe haben. Mit der man nicht mal so ausgehen kann und vielleicht nicht so in Urlaub fahren kann. Da muss man ins Krankenhaus gehen. Weil ich ewig abstimmen muss, wenn ich wegfahre von mir zu Hause, von wegen im Krankenhaus, ob ich die Infusionen bekommen kann, die ich alle zwei Tage brauche. Ja, und der wird sich denken, wer weiß, wenn sich das noch verschlimmert, was dann alles passiert und hin und her. Zumal er aber auch weiß, dass es einen passenden Knochenmarkspender geben würde. Weißt du, Bianca, wenn du den auch noch sehr lieb hast, so wäre das Richtige, glaube ich, wenn du innerlich versuchen würdest, dich darauf einzustellen, dich von dem, ich sage jetzt mal Typ, weil ich das so schäbig finde, wie er sich verhält, wenn du dich von dem Typ innerlich distanzieren würdest, um von ihm wegzukommen. Das sagen viele Freunde von mir auch, aber... Das sage ich auch. Ich glaube auch, dass das langfristig für dich das Beste ist. Ich liebe ihn einfach. Ja, aber dann fühl dir doch mal vor Augen, wie weh er dir mit so einer SMS tut. Und fühl dir mal vor Augen, wie weh er dir mit seinem Verhalten tut in den letzten Wochen. Er müsste gerade jetzt in den letzten Wochen so oft wie nur irgend möglich bei dir sein. Und dir zur Seite stehen. Weil das ist natürlich auch eine gute Grundlage, gesund zu werden, wenn man einen Freund hat, wenn man geliebt wird. Ich sag das jetzt so ganz hart zu dir, weil ich glaube, das ist das Richtige, weil du dir da nicht weiter Illusionen machen solltest. Umso schlimmer und schmerzhafter wird es für dich vielleicht dann in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wenn es endgültig dann vorbei ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in dir so etwas vorgeht, ginge in mir auch vor. Ich habe mich total in dem Typ getäuscht. Der war ja früher immer so nett. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass meine ganze Familie auch nicht hinter mir steht, weil ich mit denen keinen Kontakt habe und er so ziemlich meine einzige Halt ist, außer meinen Freunden hier. So. Und die sagen alle von wegen, er ist so das Arsch und er kümmert sich nicht um dich und gerade jetzt müsste er für dich da sein. Ja, ja. Und er weiß das ja auch vermutlich, wenn er dein Freund war, ist, dass deine Familie nicht in deiner Nähe ist oder nicht bei dir ist. Nee, dass ich mit denen nichts mehr zu tun haben möchte. Das weiß er. Ja. Ja. Also ist seine Verantwortung, müsste er seine Verantwortung noch höher einstufen. Bianca, da gibt es eigentlich keine andere Richtung, finde ich. Und wenn du mir sagst, dass deine Freunde es genauso beurteilen, die es viel besser beurteilen können als ich, weil die ständig an dir dran sind und ihn kennen, bestätigt das... Ich kenne ihn eigentlich nicht wirklich, weil er will sie nicht unbedingt kennenlernen. Egal. Wir reden aber ja jetzt... Aber sie kriegen es halt mit. Ja, wir reden ja über das jetzt, wie er sich verhält und letztendlich was hinten rauskommt bei seinem Verhalten. Auch wenn du ihn noch lieb hast, stelle diesem Liebhaben einfach mal entgegen sein schäbiges Verhalten. Vielleicht hilft dir das, ein bisschen von ihm wegzukommen und auch die Liebe runterzufahren. Ich habe Sorge, wenn du dich noch weiter an ihn ranhängst, dass der Schmerz und der Fall umso größer wird hinterher. Ich habe einfach Angst, dass wenn er gar nicht mehr da ist, dass ich das gar nicht mehr kann, dass die Kraft einfach nicht mehr da ist. Aber er gibt dir ja auch keine Kraft. Liebe Bianca, du bist ganz traurig, ich mag es schon. Und die Sendung geht jetzt vorbei. Ich möchte dich aber auf keinen Fall alleine lassen. Du legst jetzt auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Sollen wir so verbleiben? Ja, klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute, unsere Donnerstagsausgabe. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und Vergnügen mit Nightwash. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin, alles Gute, schönes Wochenende und wie gesagt, viel Spaß bei Nightwash. Ciao, ciao.